Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem Video möchte ich mich gerne tatsächlich wie immer auf die Seite der Unternehmer schlagen und gerne einmal das Thema aufgreifen, was gerade so durch die Presse geht, nämlich dass die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 7% ab Januar 2024 wieder auf 19% angehoben werden soll. Also warum ist das jetzt gerade überhaupt so ein Skandal? Weil unser Bundeskanzler Olaf Scholz damit ein Wortbruch vorgeworfen wird. Denn tatsächlich ist es so gewesen, und zwar im September 2021, also sagen wir mal so vor rund zwei Jahren, etwas über zwei Jahren, war Olaf Scholz damals noch im Wahlkampf, das heißt, er war noch nicht Kanzler, hat er ein Versprechen abgegeben. Und zwar war das in der ARD-Sendung Wahlarena, also ARD-Wahlarena, so hieß das Format. Und dort hat er sich klar für die dauerhafte Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie ausgesprochen. Wir erinnern uns zurück, die wurde überhaupt deswegen auf 7% gesenkt, weil die Gastronomie als irgendwie Nummer 1 geschädigte Branche von Corona geplagt war. Und da wurde dann gesagt, okay, wir setzen zumindest mal den Mehrwertsteuersatz runter auf 7%, das hilft den Gastronomen. Und er hat sich damals als Finanzminister dafür ausgesprochen, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesenkt zu lassen. Und er habe der Verlängerung der Maßnahmen bis Ende 2022 zugestimmt. Achtung, in dem Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Und da gibt es einen Einspieler, den können wir vielleicht auch gerade noch mal zeigen. Und da kannst du auch mal achten auf die Personen im Hintergrund, wie die jubeln. Wir spielen es mal eben hier ein. Wir haben, das haben Sie beschrieben, die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie gesenkt und das noch mal verlängert. Und ich will Ihnen gern versichern, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Also das ist jetzt etwas, was für die Gastronomie auch gelten soll und da können Sie sich drauf verlassen. So, also da hast du es gesehen. Ne? Das klingt für mich auch sehr klar nach einem Versprechen, wie für Millionen von Gastronomen eben auch. Und das war ein richtiges Milliardengeschenk. So, was ist jetzt passiert? Jetzt hat Scholz seine Meinung geändert und bricht sein Versprechen, der Mehrwertsteuersatz wird wieder angehoben. Das trifft diese Branche natürlich hart. Warum? Die Gastronomiebranche war ja irgendwo doppelt von der Corona-Pandemie betroffen. Nämlich erstens, wenn du deinen Betrieb schließen musst, dann ist das halt schwierig, dann kannst du keine Speisen mehr verkaufen. Da hatten es jetzt irgendwelche, sagen wir mal, Dienstleistungsgeschäfte, so wie wir in unseren Geschäften, natürlich leichter. Uns hat Corona jetzt nicht so getroffen. Handelsgeschäfte, die irgendwie ein Online-Geschäft haben, konnte man auch noch sagen, ja gut, also das stationäre Geschäft ist vielleicht zu, aber das Online-Geschäft hat weiter Bestand. In der Gastronomie war das nicht so. Durch diese Schließung sind aber nicht nur die Umsätze weggefallen, sondern eben auch musste Personal nach Hause geschickt werden. Und davon hat sich die Branche bis heute immer noch nicht so richtig erholt. Jetzt ist die Branche immer noch geplagt. Und jetzt kommt dieser Dämpfer, ne? Nee, jetzt werden wir die Mehrwertsteuer wieder hochsetzen auf 19%. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Was bedeutet das? Die Kosten für die Gastronomiewirtschaft steigen. Nicht nur für die Gastronomiewirtschaft selber, sondern auch für die Gäste in den Restaurants. Du musst dir das mal vorstellen, dass dadurch natürlich was passiert, wenn ein Gastronom heute ein Schnitzel hat. Und dieses Schnitzel kostet 10 Euro auf der Speisekarte. Dann führt er davon 7% Steuern ab. Künftig muss er davon 19% Steuern abführen. Das heißt, er hat weniger Deckungsbeitrag. Die Marge wird kleiner. Jetzt hätte er die Möglichkeit zu sagen, ja nee, also da trage ja nicht ich irgendwie dieses Delta von 12%, sondern die 12% packe ich oben drauf, was dazu führen würde, dass das Schnitzel nicht mehr 10 Euro, sondern 11,20 Euro kostet. Jetzt kann man sagen, ja gut, 10 Euro oder 11,20 Euro, das ist doch egal. Nicht ganz. Weil in Summe kommt da ganz schön was zusammen. Und ich kann es verstehen, dass viele Gastronomen sich jetzt dann natürlich aufregen und sagen, boah, das trifft uns hart, uns werden die Kunden wegbrechen. Und jetzt finde ich es richtig gut, dass endlich mal Menschen den Mund aufmachen. Gastronomen wie beispielsweise Kemal Üres, der Gastroflüsterer, liebe Grüße an dich an dieser Stelle, haben uns ja letztens noch getroffen. Aber auch, das fand ich sehr bemerkenswert, Frank Rosin. Frank Rosin ist ein TV-Koch. So, jetzt muss man den nicht kennen, aber in der Gastro-Szene ist er schon tatsächlich ein wichtiges Sprachorgan. Der ist mit seiner Show Rosins Restaurant eben einer der erfolgreichsten, beliebtesten Fernsehköche des Landes.
Und der betreibt aber selber eben auch eine gehobene Gastronomie, also eine gehobene. Und selbst so ein Mann wie Frank Rosin, die machen die Pläne der Bundesregierung, für eben jetzt die Mehrwertsteuer wieder hochzusetzen, schwer zu schaffen. Und jetzt hat er sich jüngst auf Instagram Luft gemacht mit einem Reel oder mit einem Live. Er ging also live, jetzt schon um weit über 60, knapp 70.000 Likes. Und so die Überschrift ist, also wird also richtig deutlich, Inkompetenz trifft Entscheidungen. Das heißt, er wirft der Regierung damit absolute Inkompetenz vor. Und er sagt so wortwörtlich, ne, ich muss jetzt einfach mal sprechen, dass die Mehrwertsteuer am 1. Januar erhöht wird. Das ist eine absolute Katastrophe, lieber Herr Bundeskanzler und so weiter und so fort. Auch das spielen wir mal kurz hier ein. Hallo liebe Freunde, hallo liebe Gastronomen. Mein Name ist Frank Rosin und ich bin seit 33 Jahren Gastronom und Unternehmer. Ich muss hier einfach jetzt mal sprechen. Dass die Mehrwertsteuer am 1. Januar erhöht wird, ist eine absolute Katastrophe. Herr Bundeskanzler, liebe Bundesregierung, Sie vergehen sich hier gerade an der Wirtschaftskompetenz Deutschlands. Und da spreche ich nicht nur von Gastronomen, sondern auch alles, was damit zu tun hat, dass wir irgendwie unseren Arsch hier hochkriegen können. So kontraproduktiv, wie hier von Ihnen gearbeitet wird, ja, das ist keine Basis für die Zukunft. Da sind keine Ziele, da ist keine Hoffnung und da ist auch keine Leidenschaft. Wer soll sich das denn noch leisten? Kein Mensch geht mehr essen, wenn die Speisenkarten der Nation so teuer sind. Und Essen, ja, wenn man sich buchstäblich Essen nicht mehr leisten kann. 30-40% der Restaurants werden abgeschafft und das bedeutet, dass letztendlich Steuereinnahmen fehlen und das Ganze kontraproduktiv ist. Ich habe Angst um meine Kollegen und ich habe Angst um diese Branche. Wir müssen daran jetzt arbeiten. Das, was hier passiert, ist wie bei Rosins Restaurants, ja. Inkompetenz trifft Entscheidungen. So kommen wir nicht weiter. So, also er sagt, es ist kontraproduktiv, wie hier gearbeitet wird und das ist keine Basis für die Zukunft. Wer soll sich denn das noch leisten können, ist ein wichtiger Satz in diesem Zusammenhang. Und er sagt, kein Mensch geht mehr essen, wenn die Speisenkarten der Nation so teuer sind. So, und da kann man natürlich jetzt anfangen, sich zu streiten. Ist das so? Trifft das überhaupt so diese Spitzengastronome, die eben der gehobenen Gastronomie sind? Ich würde aber sagen, wahrscheinlich nicht. Weil wenn ich jetzt essen gehe, ob mich das Essen jetzt, keine Ahnung was, 50 Euro oder 55 Euro kostet, das spielt wahrscheinlich nicht so die Rolle. Aber wie immer trifft es nicht die obere Elite, sondern die breite Masse. Und die breite Masse, die von der Positionierung her eher so ein normales Restaurant halt sind, normaler Gasthof, ich glaube, die trifft das schon ganz schön. Und warum nehme ich überhaupt dieses Video hier auf? Ich bin jetzt nicht einer, der sich daran irgendwie ergötzt und sagt, juhu, guck mal, gib mir mal auf diesem heißen Thema ein paar Klicks und Likes und so. Nein, ich möchte gerne Gastronomen als Unternehmer Tipps geben. Nicht zu Gastronomie, da käme ich mich nicht aus. Da meine Expertise in der Gastronomie beschränkt sich darauf, dass ich Gast bin und esse. Aber unternehmerisch, glaube ich, ist es wie immer, dass wir uns die Frage stellen müssen, was machen wir jetzt mit der Krise? Und jetzt ist es sozusagen die zweite Krise. Die erste Krise war die Pandemie, jetzt kommt die zweite Krise, oh, die Mehrwertsteuer geht wieder hoch. Was macht man da? Da sind immer zwei Möglichkeiten. Man kann den passiven Weg des Opfers gehen und sagen, oh nein, wie schlimm, was mir passiert. Das ist aber selten konstruktiv und führt auch selten zum Erfolg. Oder man nimmt eben den zweiten Weg und sagt, was können wir denn ändern? Warum? Weil nur was wir tun, führt zu Ergebnissen. Und ich glaube, dass in der Gastronomie es sinnvoll ist, eine zusätzliche Kompetenz zu etablieren. Ich glaube, es ist eben mehr als nur die Kompetenz, ich kann kochen und einen Gastronomiebetrieb führen. Wenn ich mir aber viele Gastronomiebetriebe angucke, dann beschränkt sich das Kompetenzfeld auf diesen Standort. Oder meinetwegen für die wenigen, die mehrere Standorte haben, aber immer nur auf den Standort selber. Wie ist das Erlebnis in diesem Standort, wenn ich da reinkomme? Atmosphäre etc. Wie ist das Erlebnis der Speisen selber? Qualität etc. Aber es konzentriert sich immer nur auf diesen einen Standort und auf das, was an diesem Standort passiert. Es konzentriert sich aber sehr selten darauf, wie kann ich diesen Standort zum Wachsen bringen? Wie kann ich dafür sorgen, dass er floriert? Und die meisten Gastronomiebetriebe, die ich kenne, die machen sehr wenig Marketing.
Marketing ist ja sehr simpel. Marketing hat die Aufgabe, aus meiner Sicht, Kunden zu kaufen, für weniger Geld, als du mit diesen Kunden verdienst. Marketing liefert Futter für deinen Vertrieb. Naja, was ist denn der Vertrieb von einem Restaurant? Gibt es eigentlich nicht. Da kommt jemand rein, sagt, guten Tag, ich habe Hunger. Ja, hier setzen Sie sich hin und da wird gegessen. Das ist Vertrieb. Es ist im Prinzip Wartemarketing. Aus meiner Sicht machen die meisten Restaurants Wartemarketing. Und das ist nicht das, was ich empfehle. Stattdessen würde ich eine neue Kompetenz etablieren und würde das auch ernst nehmen als Gastronom. Und diese Kompetenz heißt Vermarktung. Tatsächlich. Und da habe ich zwei konkrete Impulse für alle, die das möchten, die ich mitgeben würde. Also erstens, grundsätzlich mal die Überschrift, Gastronomie sollte darüber nachdenken, eine zusätzliche Kompetenz zu installieren, und zwar die Kompetenz der Vermarktung. Und die geht außerhalb, über den sozusagen Tellerrand des eigenen Standortes hinaus und hat die Überschrift Marketing und Vertrieb. Das ist Vermarktung. Und zwar würde ich zwei Sachen machen. Die erste Kompetenz, ich würde sagen, Zielgruppenbesitz aufbauen. Und die zweite ist Aktionsmarketing nutzen. Wie geht das? Nun, Zielgruppenbesitz aufzubauen bedeutet, du besitzt Daten von Menschen deiner Zielgruppe, mit denen du dann einen aktiven verkaufsfördernden Dialog führen kannst. Wie? Naja, zum Beispiel über E-Mail-Marketing, zum Beispiel über Mobile, WhatsApp-Marketing oder sonst was. Du baust dir einfach einen Broadcast-Channel auf. Du baust dir einen Kanal auf, mit dem du die One-to-Many-Kommunikation steuern kannst. Und One-to-Many ist ja immer das hier. Du als einzelne Person, das haben wir hier so aufgemalt, kommunizierst mit vielen gleichzeitig. Das ist aber das Gegenteil von Warten. Du wartest nicht, bis einer reinkommt, sagst dann herzlich willkommen und darf ich einen schönen Platz auswählen und darf es schon mal, was denn, ein stilles oder ein Sprudelwasser sein? Nein, du fängst an, die Kompetenz Vermarktung ins Leben zu rufen und baust dafür aber Zielgruppenbesitz auf. Du brauchst ja erstmal die Daten von denen, mit denen du kommunizieren kannst. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum kein Restaurant, um was ich gehe, und ich gehe in wirklich viele Restaurants, ich würde sagen, ich bin im Schnitt 3-mal die Woche essen. Kein einziges hat jemals meine Daten aufgenommen. Das heißt, wie würde es denn gehen? Genauso wie ich es für jedes Geschäft auf der Webseite immer empfehle, durch einen Value-Tausch. Value bedeutet Wert und Tausch ist Tauschen, also ein Werttausch. Du kriegst was, ich krieg was. Ich als Gastronom kriege bitte deine E-Mail-Adresse oder deine Handynummer. Du kriegst im Tausch von mir auch was. Wenn ich beispielsweise ein Restaurant für, weiß ich, ein Barbecue-Restaurant habe, gibt es hier um die Ecke, super cool, macht mega amerikanische Barbecue-Essen, hat auch ein Catering-Geschäft dahinter und so weiter. Da würde ich doch einfach sagen, okay, guck mal, ich würde auf jeden Tisch einen kleinen Aufsteller packen mit einem QR-Code, hier unsere Pulled-Pork-Anleitung für zu Hause, weil ich würde gerne auch zu Hause so cooles Pulled-Pork hinkriegen. Einfach scannen und kannst du dich dann mit einer E-Mail-Adresse eintragen, dann kriegst du meine Anleitung. Hey, und wenn du möchtest, schicke ich dir künftig auch einfach ein paar Tipps zu oder unsere coolen Aktionen. Aber das Erste, was du machen musst, um Vermarktungskompetenz aufzubauen, ist zu verstehen, Value-Tausch. Du willst Zielgruppendaten haben, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Dafür musst du irgendwas geben im Tausch. Irgendwas, was von der Wertigkeit so hoch ist, dass die Leute sagen, ja okay, gib dir meine Daten dafür. Wo kannst du das tun? Ja bitte am Touchpoint, wo dein Kunde ist, am Tisch. Mach irgendeinen QR-Code dahin, mach irgendeinen kleinen Aufsteller dahin, schreib es in die Speisekarte oder sag deinem Kellnern oder wem auch immer, dass sie die Gäste darauf ansprechen sollen. Und ein Gefühl dafür zu entwickeln, okay, was könnte denn so ein Value-Tausch sein? Ob das ein Rezept ist, ob das irgendein besonderer Tipp ist, ob das, weiß nicht, was irgendwas im Themenfeld Gastronomie, was deine Gäste interessieren könnte, ist, im Tausch gegen die E-Mail-Adressen. Aber das ist das Erste. Zielgruppenbesitz aufbauen durch einen Value-Tausch. So, und dann kommt das Zweite. Wenn du den Zielgruppenbesitz hast, was könnte man denn dann machen? Naja, Aktionsmarketing. Marketingskommunikation. Fang an, mit dem Zielgruppenbesitz auch zu kommunizieren. Aber warte nicht, bis die dich anrufen und sagen, haben sie heute Abend 19 Uhr einen Tisch frei. Das wäre Wartemarketing. Oder zu warten, bis sie reinkommen und sagen, hallo, habt ihr einen Tisch frei? Das hat ja nichts mit Marketing zu tun. Aktionsmarketing bedeutet, du schaffst Anlässe. Und zwar, Achtung, Value-Anlässe. Da ist wieder dieses Wort Value. Das bedeutet Wert. Was ist für deine Zielgruppe, für deine Gäste ein Wert, an denen du einen Anlass schaffen und knüpfen kannst. Was weiß ich, jetzt kommt doch wieder die Jahreszeit mit Gänseessen oder mit Kürbissen. Guck doch einfach, was schenkt die Saison dir für Anlässe.
Da gibt es Spargelessen, da gibt es Erdbeeressen, da gibt es keine Ahnung was. Alleine die Jahreszeiten schenken als Gastronomen euch doch wahrscheinlich, ich bin kein Gastronom, Anlässe. Vielleicht kannst du aber auch eigene Anlässe knüpfen und schaffen. Jubiläen, wie lange gibt es dich schon oder keine Ahnung was. Du kannst dir sonstige Anlässe ausdenken, das ist das Schöne. Da sind deiner Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Und die Regel lautet, schaffe einen Anlass und lade deine Kunden ein, zu diesem Anlass zu kaufen. Lade deine Kunden zu diesem Anlass ein, ins Geschäft zu kommen. Hast du an einem Abend irgendwie besonders All-You-Can-Eat Gambas oder, nochmal, ich bin kein Gastronom mehr, aber ist auch nicht mein Job. Mein Job ist es, aus meinen Firmen dir die Gesetzmäßigkeiten mitzugeben. Und ich sage dir, ich hatte schon sehr viele Firmen und habe immer noch eine ganze Reihe von Beteiligungen in verschiedensten Branchen. Und immer gilt, willst du das Kunden bei dir kaufen, dann erstens bau Zielgruppenbesitz auf und zweitens schaffe Anlässe und lade die Kunden ein, zu diesen Anlässen zu kaufen. Was meinst du denn, was Black Friday ist? Das ist ein Anlass. Was meinst du denn, was Weihnachten ist? Das ist ein Anlass. Was meinst du denn, was Valentinstag ist? Das ist ein Anlass. Wahrscheinlich kaufst du als Gastronom zu diesen Anlässen auch. Ja, okay, aber dann nutzt doch diese Blaupause, diesen Mechanismus auch für dein Geschäft. Warum? Bist du dann nicht mehr betroffen von der Mehrwertsteuererhöhung? Doch, bist du. Aber vielleicht schaffst du es jetzt, den Zielgruppenbesitz, den du hast, den du in deinem Geschäft, in deinem Restaurant, in deinem Betrieb aufgebaut hast, durch Aktionsmarketing, durch Kommunikation dazu zu bringen, öfter bei dir zu kaufen. Weil manchmal ist einfach nur ein Impuls nötig. Wie im Supermarkt an der Kasse Tic-Tacs. Tic-Tacs kauft sich keinen, also nee, das ist ja mal so, Tic-Tacs hat wahrscheinlich keiner auf seinem Einkaufszettel. Trotzdem wird es gekauft. Warum? Weil du stehst an der Kasse und sagst, ach, Tic-Tacs, komm, nehme ich mit, bupp. Impuls. Sei du doch der Impuls für deine Kunden. Das geht nur durch Aktionsmarketing. Das geht, indem du Anlässe kreierst und an diesen Anlass einen Value heftest. Und dann nochmal, bist du nicht von irgendwelchen Eskapaden und gebrochenen Versprechen der Regierung geschützt? Nein, bist du nicht. Aber du sitzt im Driver's Seat. Du kommst raus aus der Opferrolle und hast Möglichkeiten, Kunden dazu zu bringen, öfter bei dir zu kaufen. Und Umsatz ist ganz einfach. Umsatz ist ein Ergebnis von, wie oft kauft ein Kunde bei dir und wie viel gibt ein Kunde pro Besuch aus. Das macht deinen Umsatz. Und das wollte ich einfach nur mal so als konstruktiven Impuls in dieser gesamten Debatte, oh, Kanzler Scholz hat sein Versprechen gebrochen, hier mit reingeben. Wenn du also einen Gastronomiebetrieb hast und sagst, boah, das ist interessant, würde ich mich gerne mal näher mit auseinandersetzen, dann ist das ja auch so die Überschrift Vertriebsdigitalisierung. Denn in dem Moment, wo E-Mail-Marketing oder Mobile-Marketing, WhatsApp-Marketing kommt, sprechen wir über Digitalisierung deines Vertriebs. Wenn du da eine Anleitung zu haben möchtest, klick auf den ersten Link unter dem Video. Jedes andere Geschäft aber auch, wenn du nicht aus der Gastronomie kommst, und trag dich ein für unsere Strategie-Session. Da möchten wir dir sehr gerne eine individuelle Anleitung geben, wie du es schaffen kannst, mit Online-Marketing deine Kundengewinnung maximal zu automatisieren. Auch deine Leistungserbringung sehr stark zu automatisieren, sodass du nicht mehr Zeit gegen Geld tauschst. Und klare Anleitung, wie du sehr schnell sehr profitabel werden kannst. Bau dein Geschäft so auf, dass es profitabel ist, dass es sicher ist, stabil ist und im besten Falle ohne dich funktioniert. Dafür sind wir da. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlass mir bitte deinen Kommentar zu der ganzen Debatte. Es interessiert mich, was du dazu denkst. Und abonniere den Kanal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, dein Pascal.